Und herzlich willkommen zurück. So, wie man sieht, einfach hier kommt einer runtergeslidet. Wie ihr seht, ich habe erst schon wieder einer. Habe ich jetzt die restlichen gefunden in der Pause. Sagen wir mal so, zwei habe ich gefunden und für die letzte habe ich gefüllt. Wir sind jetzt hier direkt bei einer. Hier sind die ganze Zeit, während ich gewartet habe, Soldaten runtergekommen. Wo steckst du? So, ein paar mehr so. Immerhin, der Vorteil ist, die anderen sind alle außen. Seht, dass wir können aus der Sperrzone eine Schnellreise rausmachen. Dann die letzten beiden noch eben machen. Yay! Okay. Ernsthaft? Oh, das noch aus dem Kopf weiß, wo die waren. Vorhin waren die nach einer Reise nicht weg. Punkt. Geile Karre. Ja. Auf. Sportlich. Der Kacke. Ja. Fuck. Im Hommage. Nur noch einer. Da vorne ist eine Karre. Autos abschließen, gibt es da rum. Bleiben Sie zu Hause. Tragischer Unfall. Wie war das jetzt? Hier der Straße folgen. Hier glaube ich. Was für eine Treppe? Da jetzt war. Ich bin dran vorbei gerast schon. Jockey nur. Das sollte Papa glücklich machen. Yay! Xenia, ich bin fertig und voller Farbe. Und mein Arm tut weh. Das heißt, du bist ein echter Künstler. Hast du alle Sünden meines Vaters überdeckt? Sie. Sein altes Zeug erzählt jetzt eine ganz andere Geschichte. Yay. Wenn die Leute die Statuen sehen, sehen sie Libertatsbotschaft. Libertat. Sehr gut, Danny. Du kannst jederzeit bei mir in die Lehre gehen. Und hey, wenn du irgendwo Propaganda siehst, weißt du, was zu tun ist. Si, und du solltest meinen Kumpel Benito anrufen. Libertat kann jemanden mit deinen Fähigkeiten gut gebrauchen. Das war's jetzt? Okay. Jetzt ist abgeschlossen. Gut. Doch erstmal, wir waren jetzt noch fast überall. Also hier in so einem Bereich. Ein Tower. Was machen wir? Ich glaube, wir kümmern uns jetzt um die letzten Außenposten noch. Dank werden Kampf nicht möglich. Ich bin in der Base. Während eines Kampfes nicht möglich. Kampf. Okay.
schnell. Kampf ist möglich. Denn angeblich in einem Kampf. Regt mich schon wieder auf. Die sind weg. Bin ich jetzt nicht mehr im Kampf? Er hat ja gesagt, sie sind weg. Der Reise während eins. Möglich. Auf Befehl von El-Presidente müssen alle Bürger in ihren Wohnungen bleiben. Ja. Das war blöd. Ich jogg hier nur. Dachte ich in einem. So, jetzt müsste es ja wieder gehen. Ja, Absprung. Das ist jetzt wirklich der allerletzte Außenposten. Hoffe ich. Dass ich noch irgendwo einen übersehen habe. Wäre dann echt peinlich. Geschwindigkeit. Der müsste ja jetzt flott gehen. Wow, was war das? Da vorne. Betreten. Hi. Ich liebe diese Brandmuni. Auch so blöd. Ja, auch einfach T. Sollten offiziell auch am Folgen. Oh, perfekt. Oder? Wo? Ja. Ui. Ja. Los. So, ja! Komm. Jalla, jalla. Ja, ich bin dabei. Boah, ich bin schon Ewigkeit nicht mehr geritten. Durch im Spiel. Scheiße! Hey, ich bin an einem alten Fort. Weißt du was darüber? Das bei Segunda, ja? Castillo nutzt es, um den Schwarzmarktschmuggel zu stoppen. Einer von uns ist ihnen ins Netz gegangen. Sieh mal, was du tun kannst. Ich guck's mir an. Natürlich klar, der Laptop ist wieder auf der anderen Seite. Das ist schon da, wo ich eigentlich gar nicht bin. Hier muss ich vorsichtig sein. So. So hier, zack, tipp, tipp, tipp. Okay. Du versteckst dich nicht. Keine Verstärkung mehr. Das war ja mal weg. In der Zelle. Ja. Okay.
Alarm ist schon mal deaktiviert. Ein Schlüssel. Aber wofür? Hilf mir mal! Krass. Kein Problem. Hä? Ah, jetzt. So. Okay, okay. Geisel beschützen. Nur eine Knarre kann ich. Kann ich das selber beschützen? Was? Linken Kodantowitsch. Hier. So. Wo bist du? Ja, wo bist du? Versteckt die sich hier hinter. Nur noch der Sniper, ja. Und hier. Juhu! War jetzt nicht so optimal, aber... mein kleiner Alarm ausgelöst, Geisel gerettet. Kleiner Alarm. Geisel gerettet. Nicht gesehen, wäre auch nochmal cool. Juhu! Die Schiefmann? Irgendwie für Lausenpassen oder so? Gefällt mir nicht. Kein Laufen. Schade. Hier ein Spott. Eisen. Unter mir. Hey, ¿qué tal? El doctor. Ah, zack. Wo ist jetzt das Schmugglergutlager? Keine Ahnung. Hier? Hey. Okay. Impromaterial. Oh, ich aber nicht. Eine Person? Okay. Aber eine bestimmt. Wenn ich hören kann. Wir sind jetzt am Alarm ausrasten. Gut. Das ist gut. Jo, was machen wir denn jetzt? Sagt die
Teil, die Zeit dachte ich, wir dachten abfangen müssen und machen wir die. Deswegen rasten die da aus. Ja. Alles wird gut. Die können gar nicht. So, eben kurz Karre reparieren. Das glaube ich dir nicht. Hat der schon 3 Soldaten umgebracht hat heute. Ja, schöne Innenfarbe, das ist eben nett. Ich will nach hinten hin. Oh. Ich schon wieder Beschleunigung haben wir? Nicht. Okay. Ja, genau. Ich mein Fahrzeug. Nein, ich hoffe, du bist. Ich glaube nicht, dass die Soldados die Vorräte so dringend brauchen wie ich. Ja. Ja, schön. Ich glaube nicht, dass die Soldados die Vorräte so dringend brauchen. Ja, Dani, du wiederholst dich. Weg! 1200 Meter, ey. Ist schon ein gutes Stück. Da war ich jetzt hier auf dieser Insel. Ich weiß nicht, wie lange war. Ups, die. Ich hab einen Zivilisten getötet, auf alle Fälle. Okay. 1000 Meter noch. Erst jetzt fahren wir wieder in die Richtung. Oh, 340. Sollten wir aber schaffen. Die Karre, die wir hier haben, ist echt schnell. Okay, Dani, beeil dich mal. Ich hab noch 1,30. Ich hab nur noch 600 Meter. So, bleib locker. So, hier einmal rum noch. Was war das denn für ein Panzerschild, ey? Ich wollte gerade sagen, wo ist der Rauch? Noch gar keinen Rauch gesehen. Da sind wir. Hier muss ich gut aufpassen. Mit diesem Motor, ey. So.
Hier ist noch eine iranische Geschichte. Schön. Ich glaube nicht, dass die Soldados die Vorräte so dringend brauchen wie ich. Eben die Vorräte? Scheiße, ja. Das ist richtig gut. Und dann hören uns die Geschichte mal eben an und dann gucken wir. Ich bin Freddy Fonseca Jr., zukünftiger Profispieler und Sohn von Yaras größtem Baseballstar, Freddy Fonseca. Mann, bin ich sauer! Die Fans wollen nach Ferrosa kommen, um seinen Schrein zu besuchen. Aber ein Haufen Fansoldaten haben den Handschuh, das Trikot und sogar seinen Glückstiefschutz geklaut. Ich bin Sportler, kein Kämpfer. Deshalb musst du mir helfen, alles zurück nach Ferrosa zu bringen. Die Soldados haben alles in ihren Außenposten. Einer ist beim CCE-Umspannwerk. Ich wünschte, ich wüsste mehr. Geh aufs ganze Keule. Alles klar, garantiert nicht für wofür. Noch ein Kommando. Der Sohn einer Baseball-Legende braucht deine Hilfe und du gehst einfach? Ja, noch Fragen? Du bist okay. Ja, also, Schnitt. Ich würde sagen, stirb du. Weiter geht der nicht kaputt. Kann aber auch mal was für Dinger ich da raushau, ey. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.